Ja, hallo, mein Name ist Vivian Posch, ich bin Selbstwertcoach und ich unterstütze selbstständige Einzelunternehmer dabei, überzeugend für sich und den eigenen Wert zu werben und ihre Botschaft groß rauszubringen. Ich habe mich heute inspirieren lassen, von der Natur, von dem schönen Wetter rauszugehen und ich denke, es passt auch ganz gut, weil ich heute über ein Thema sprechen möchte, das bei manchen so eher schwer besetzt ist. Und zwar das Thema in der Selbstständigkeit über das Thema Geld zu reden. Wie geht es dir damit, wenn du überlegst, du würdest mit jemandem darüber reden, wie dein Einkommen ist, wie viel du jeden Monat verdienst, welches Einkommen du da hast? Sagst du da, boah, darüber will ich gar nicht reden oder nein, das ist mir zu unangenehm oder über Geld spricht man nicht? Also ich erlebe das immer wieder im Coaching-Prozess mit meinen Kunden, dass beim Thema Geld Glaubenssätze hochkommen. Wenn wir zum Beispiel an den Zielen arbeiten, wie hoch soll das Monatseinkommen sein? Und wir sprechen über eine Zahl, manche Kunden sagen, boah, das kann ich mir noch gar nicht vorstellen, das ist so weit weg. Oder, na, meine Kunden würden das nicht bezahlen. Ich möchte dich einladen, wenn es dir ähnlich geht, an deiner Vorstellungskraft zu arbeiten. Als Kind ist es uns leicht gefallen, uns Dinge vorzustellen. Wir haben geträumt, wir haben uns alles Mögliche oder Unmögliche vorgestellt und wir haben eigentlich kein Thema damit gehabt. Und irgendwann hat uns die Realität eingeholt und wir haben begonnen zu zweifeln, an uns selbst zu zweifeln. Und wenn du sagst, okay, ich möchte diese Glaubenssätze durchbrechen, möchte ich dich einladen, mal an deiner Vorstellungskraft zu arbeiten. Denn das kannst du auf jeden Fall. Du hast es als Kind gekonnt und vielleicht ist das ein bisschen verschwunden oder schwächer geworden, aber das kannst du wieder aufleben lassen. Und was deine Selbstständigkeit betrifft, stell dir mal vor, wie viele Kunden du in einem Monat möchtest. Und wenn du eine Zahl hast, dann beginn das runterzubrechen. Was bedeutet das für die Woche? Wie viele Kundentermine musst du in der Woche machen? Und dann schau, wie es dir damit geht. Ist das eine Zahl, wo du sagst, ja, kann ich mir vorstellen, oder ist das schon aus deinem Komfortbereich? Fühlt sich das nicht mehr so gut an? Das zeigt dann nur, dass du, wenn du in diese Vorstellung gehst, dass es deine Grenze zeigt, wo du momentan stehst und dass da Potenzial zum Entwickeln ist. Als nächsten Schritt möchte ich dich einladen, an das Geld zu denken, was du mit dieser Kundenanzahl verdienen kannst. Also wenn du sagst, ja, im Monat wären das so und so viel Euros, wie geht es dir mit dieser Summe? Wie fühlst du dich dabei? Und als nächsten Schritt schaust du dir wieder an, was bedeutet das für die Woche? Wie viel musst du in der Woche verdienen, um auf dieses Monatseinkommen zu kommen? Und fühl dich da auch nochmal rein, wie es dir damit geht. Ich habe bei mir gemerkt, dass ich mir mit dem Monatsziel leichter getan habe als mit dem Wochenziel. Wenn ich das mit dem Wochenziel, diese Summe runtergebrochen habe, dann habe ich bei mir gemerkt, was, das soll ich jetzt in einer Woche verdienen, in 7 Tagen soll ich dieses Einkommen haben, wie soll denn das gehen? Und ich habe dann begonnen, an dieser Vorstellung zu arbeiten. Wie viele Kunden brauche ich? Wie viele Kontakte muss ich machen? Wie viele Gespräche führen? Und plötzlich konnte ich mir das immer besser vorstellen, was das für mich bedeutet. Und dann bin ich zu dem Schluss gekommen, das ist eigentlich sehr wohl möglich. Ja, natürlich kann ich dieses Ziel erreichen. Und das ist, was ich dir mitgeben möchte. Oder wozu ich dich einladen möchte. Erstens, dass du an deiner Vorstellung arbeitest, wie deine volle Praxis ausschaut. Vielleicht ist das so ein erstes Ziel, deine Kapazität zu erreichen, wenn du sagst, jetzt bin ich ausgebucht. Als zweites, nimm diese Vorstellung und arbeite daran, bis du dich wirklich gut damit fühlst. Auch mit der Summe, auch mit dem Geldbetrag, der da rauskommt. Und als drittes, was ich gemerkt habe, was es bei mir angeregt hat, kreativ über Möglichkeiten zu denken, wie ich an dieses Ergebnis komme. Also überleg dir auch, okay, was bedeutet das? Wie kann ich das erreichen? Und vielleicht kommen auch bei dir dann neue kreative Ideen, wie du zu diesem Ziel, wie du dein Ziel erreichen kannst. Mehr Infos und Tipps und Tools, die ich dir gerne weitergeben möchte, bekommst du in meinem kostenlosen Coaching-Impuls, meinem Webinar am 5. Mai. Ich möchte dich herzlich dazu einladen, da erzähle ich noch mehr und gehe noch tiefer in das Thema ein, wie du hinderliche Glaubenssätze auflösen kannst und wie du dir eine neue Denk- und Verhaltensweise aneignen kannst, die dich unterstützt, deine Ziele zu erreichen.
trag dich einfach auf dem Link auf dieser Seite ein, die angezeigt ist, und ich freue mich, wenn wir uns da sehen oder kennenlernen. Deine Vivian Posch.